Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir uns Gaios Geschichte 1 vorgeknöpft. Und jetzt machen wir die nächste. So schnell kann es gehen, ne? So, und zwar entweder ein Lerond oder... Lerond. So. Was? War es das schon? Mach ich noch mehr? Okay, Lerond soll es dann sein. Warum nicht? Dann gehen wir nach Lerond. Ich habe so eine Vorstellung, für wen diese jetzt sein könnte. Entweder Muse oder Leia, wegen dem Ort hier. Ich wollte zu essen dabei. Jo. Da hinten, okay. Okay, mal gucken, wen wir jetzt einen Gefallen tun können. Es ist Leia. Fuck. Was? Warte mal, ist das mit der... Ist das diese Flitzen-Animation? Alternatives Flitzen oder was das da war? Haben wir mit ihnen auch jetzt gelernt, ne? Ja, wo sind denn jetzt? Im Feld, also. Aber das ist keine Animation, das ist irgendwie Dingens. Anhalt-Animation. Warte mal, Elise haben wir halt auch, ne? Elise. Ich kann sie nicht steuern, ne? Ich kann ja niemanden steuern, außer Ludger. So, Leia. Sind wir bei denen nicht schon mit 3 oder so? Leia, Kapitel 3. Leias großer Knüller. Sie jetzt eigentlich die letzte sein, oder? Was sagst du? Was ist los, Leia? So Gedanken verloren zu sein, sieht dir gar nicht ähnlich. Was ist los, Leia? Oh, hey, Luger. I got a text from my editor. Mein Gott, die Puppe ist genau im Weg. The question was something about what it takes to write an article, right? So, do you have an answer yet? When we met Agria in that fractured dimension, remember what she said about Olympians? How'd that make you feel? Ich war ziemlich sauer. Einen Teil davon konnte ich nachvollziehen. When you know people on both sides of the fence like we do, it's hard to take one side. I feel like this directly relates to my editor's question and how I felt interacting with the station attendant. Olympians and Rizomaxians have a different perspective. That much I know is true. But if I go beyond that simple thought, and I think about what's really important... Oh mein Gott. No! I can't make up my mind! I'm tired of thinking! I'll just do it! If it'll put this thing to rest, I'll write an article about what that station agent said. Now you're sounding like the Leia we know and love. So what's next? Go interview the guy in the station again? No, if I interview him, it'll be at the end. He's my inspiration for the piece. I need to interview a wider range of people, or the article will end up just being my own opinion. Was stimmt denn nicht mit deiner eigenen Meinung? Ja, ich helfe dir bei der Recherche. Warum denn nicht? Thanks. But where to start? I want to know what real people have to say, what they're really thinking. And then I'll put those thoughts together piece by piece. Sounds good. All right, now I'm fired up. I'm gonna go tell my editor. Later. You could just text him, you know. Or not. Weil wir jetzt in der Round sind, hey. Da war schon. Okay. All right. I'm gonna write an article that will leave my editor speechless. Speechless, huh? I can certainly visualize that, but probably not in the sense that you meant. I don't have time for your witty repartee. Step one is research. Step two is more research. Great journalism is written with shoe leather and elbow grease. Oh, you're not kidding around. Still, I'd bring a pen.
So, do you know who you want to talk to? Yeah, I want to interview three sources who are involved in different aspects of Riza-Maxian-Olympian relations. But I don't think any of them will be easy to track down. Why not submit your request through the Spurious Corporation's job postings? In fact, I happen to know an elite Spurious agent who seems positively enthusiastic to help. Ja, wer denn? Oh, that's a great idea. I'll give it a try. Thanks for helping me out, guys. Luger! Bam! Got you something. It's a surprise gift. Were you surprised? We've been through an awful lot lately, and I don't know that I could still smile like this if it weren't for you. Oh man, that sounded pretty heavy. Let me dial it down a notch and just say thanks a bunch. Okay. Zille Outfit 2, Leia. Okay. Schwäbchen, obsessiver Lauscher. Noch was? Okay. Schwalbenflug. Okay, cool. Ach, das ist jetzt die pinke Variante von ihr, oder was? Schwalbenflug. Wo haben wir es? Ach, wahrscheinlich ein Stabangriff, ne? Hammerangriff. Schwalbenflug. Machen wir hier. Und hier machen wir hungriger Jäger. So. Ausrüstung. So, nun? Was hat jetzt einfach? Okay, da ist das Pinke. Farbvariation aus dem ersten Teil. Okay, und nun? Fangen die Katzen, erledigt. Okay. Ach ja, meine Katze ist zurückgekehrt, glaube ich. Schieberschwanz, sehr schön. Nächstes. Da fehlt noch eine Katze, die muss ich noch alle finden. Bye bye. So, dann würde ich sagen, wir suchen jetzt mal ein paar Katzen, oder? War ja die letzte Charaktermission, okay. Ach nee. Boah, die hat doch gerade gesagt, die tut die Aufträge aufstellen. Mindstrom, Klein, Trigav, Technologiestraße. Kein Ding, das ist ja noch einfach. Was haben wir hier noch? Ist ja gut, Stromteilwiese. Labari-Kessel, da können wir auch mal nachgucken. Felganamine. Drellin, okay. Oh, da sind schon wieder ein paar neue Sachen. Zugvogel, Feder 3. War ja schon ein paar haben, ne? Ach, ja. So, und nun. Da sind die Voltaire-Wälder, okay. Warte mal. So, kurz was gucken. Ich kann noch einen annehmen, okay. Dann Voltaire-Wald. Welche, was muss ich jetzt noch mal machen? Nach Triglyph muss ich gehen, ne? Einen kleinen Mindstone, okay. Müsste ich doch haben, oder? Kann ich denn hier was kaufen? Nicht hier. So, Triglyph. Okay. Achso, so normale Quest, das, ne? Die angezeigt werden. Na gut. Danach, jetzt muss ich auch einen halben Umweg gehen. That's a nice breeze. I could stand here all day. Hier. Mindstorm Klein. Habe ich doch, mein Gott. Stimmt, habe ich doch immer. Ich Volltrottel. Okay, wir haben jetzt noch locker 15 Minuten so Zeit, um was hier auf die Beine zu stellen. Kann ich natürlich auch auf Screen machen, aber nö. Nö. So, Leia, hier. Das ist sie, die Mindstorm, die ich wollte. Vielen Dank, jetzt werde ich mit diesem Politiker ganz sicher ein richtiges Interview bekommen. Das Ganze ist also eine Bestechung. Nein, für wen hältst du mich denn? Ich habe bereits einen Termin, und zwar ganz offiziell.
Ach ja, und wozu brauchst du dann die Suppe? Nun, es ist so, als ich in seinem Büro war, um einen Termin auszumachen, sah er so ausgehungert aus. Wahrscheinlich ist er so sehr mit den Riesemaxier-Verhandlungen beschäftigt, dass er kaum Zeit zum Essen findet. Und du spielst die große Retterin, oder wie? Na klar, ich möchte etwas Interessantes aus ihm herausbekommen. Was hilft da besser als gute alte Hausmannskost? Und außerdem, was ist denn bitte so schlimm daran, einen guten ersten Eindruck hinterlassen zu wollen? Sag mal, Ludger, wie wäre es, wenn du dich an dieser Suppe mit deinen kulinarischen Zauberkünsten versuchen würdest, bevor ich sie überreiche? Was? Ha, sieht aus, als hätten de, ha, sieht aus, als hätte unsere junge Dame hier ein Talent dafür. Okay. Erst Bestätigung. Sehr schön. Warte mal. Muss schon sagen, seid ihr das? Diese Typen von Gaius Geschichte hier. Die ich vor 15 Minuten ungefähr gemacht habe. In der letzten Aufnahme. Vor 15 Minuten. So, erledigt. Zack, so können wir auch schnell an Geld kommen, fällt mir gerade auf. Den Händler finden. Ich will den ersten Händler Riese Maxias befragen, der ist. Aber er ist beschäftigt, finde ich ihn. Findet ihn ja, wo denn? Riese Maxia Hafen, okay. Ja. Olympius Hafen, natürlich bin ich genau an der falschen Seite. Mein Gott, Jude. Du hast viel zu viel Spaß daran, angenehme Brisen zu genießen. Ja. Wie sonst hätten wir doch nicht so viel Freizeit. Sag ich das mal. Wir müssen nämlich ein bisschen hier die ganze Mission erledigen. So wie es scheint. War ich schon mal hier irgendwo? In diesem Gebiet? Na, hi. Hey, da ist er. Das ist der erste Händler aus Riese Maxia, der ein Geschäft in Marksburg geöffnet hat. Ach ja, wer will das wissen? Ich bin Leia Rolando, Reporterin von Twyglifer Tagblatt. Ich hatte gehofft, ihr hättet vielleicht etwas Zeit für ein Interview. Ach, ein Interview. Tut mir leid, aber ich habe wirklich keine Zeit für solche Kindereien. Kindereien? Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wie viele Abonnenten unsere Zeitung hat? Bestimmt mehr als ich. Oh Gott. Lass gut sein. Selbst wenn es diese Zeitung wirklich geben sollte, kann ich meine Zeit nicht mit Plauder verschwenden. Hey, Alter, es gibt keinen Grund, zu diesem Mädchen so unfreundlich zu sein. Jetzt aber mal langsam. Witzig, dass ihr von Verschwendung redet, denn genau darüber wollte ich mit euch sprechen, vor allem was die wirtschaftliche Lage in Olympios betrifft. Glaubt ihr, dass die Verhandlungen vergeblich sind, oder werden die Riese Maxianer gegenüber der olympionischen Wirtschaft lautere Wettbewerbspraktiken anwenden? Sieh mal einer an, ihr scheint ja doch zu wissen, wovon ihr redet. Also gut, ihr habt 10 Minuten, Kleine. Stellt eure Fragen. Vielen, vielen Dank. Das wird sicher eine tolle Story. Das will ich doch hoffen. Wir haben ganz schön überzogen. Stimmt, das tut mir sehr leid. Ihr müsst euch nur entschuldigen, wenn dieses Interview eine Verschwendung meiner Zeit darstellt. Aber das scheint mir nicht der Fall zu sein. Auf keinen Fall. Das alles kommt in einen großen Artikel, den ich zu diesem Thema schreibe. Die Leute müssen davon erfahren. Das ist gut zu wissen. Denkt daran, Kleine. Eure Taten sind das Einzige, was darüber entscheidet, ob das, was ihr macht, Verschwendung ist oder nicht. Einen fairen Wettbewerb mit Olympias aushandeln wird schwierig, aber wir alle müssen unser Teil dazu beitragen, damit er eines Tages wahr wird. Genau. Ah, sehr schön. Das ist Bestätigung 2. Ach man. So. Und nun? Direkt das nächste wieder. Oink. Erledigung melden. Wir kriegen dadurch auf jeden Fall Geld. Das ist schon mal gut. Den Veteran finden. Nala, Lava, nördlicher Bereich. Layer Bestätigung 3 abgeben. Okay, gehen wir da hin. Weiß ich nicht. Ich brauche noch für ihn hier. Kurz was. Ah ne, Leia muss wahrscheinlich dabei sein, ne?
Okay. Mach mal so. So. Ich würde mal die Trophäe von Ron haben. So. Nala Höhenstraße. Was? Ich tue mich hier wie ein Vordersack mal hinlegen, wenn es niemand was dagegen hat. So. Da hinten. Dann gehen wir mal. Sind wir mal klug und nehmen den anderen Eingang. Es geht, würde ich gerne gegen ein paar Zaubergegner hier kämpfen, die mir noch schnell den Titel geben könnten. Von Rowan. Ja, ob das nicht nervig wird nach der Zeit, weiß ich nicht. Ich lasse trotzdem drin. Release habe ich jetzt gar nicht dabei, ne? So, wo ist er? Weit war das nicht mehr. Ah, der war knapp. Ah, der auch. Ja. My boy, wo bist du? Oh. Okay. Da ist ein seltener Gegner vorbeigeflogen, Mann. Na? Was geht ab? Kommt hier so eine Bosskämpfer-Musik. Au! Big Charge! Mein Gott, Rowan macht die voll fertig. Aber erstmal den fertig. Nächster. Ja, verdammt, habe ich jetzt schon. Mein Gott, was mache ich hier? Man, die sagen, kann ich offscreen leveln, was soll das? Oh, ihr habt mir das Leben gerettet. Vielen Dank. Zeit nach Camelot zurückzukehren. Hey, got a second? You seem jo. Kind of tired these days. Maybe this will put a little pep back in your step. This is the sort of thing friends do for each other. Na okay. Was habe ich bekommen? Ruhmesregen. Okay, Gewitterschutz. Guck ich mir später an. Aber erstmal der aufs Maul. Die meine ich natürlich. Kann einer von euch zaubern? Ich hätte gerne den Titel von. Du kannst zaubern. Bin ich mir ganz sicher. So, tun wir mal ausprobieren direkt. Ruhmesregen, Ruhmesregen. Oh, warte mal, denn hier. Machen wir mal das und das. Ruhmesregen, 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 was? Ist keine Schusstechnik, was? Boah! Oh Gott, wir sterben. Jetzt ist Rowan tot, weil ich mich auf den Arm nehme. Gerade wo jemand hier am Zaubern ist. Hilfe, ich verrecke noch. Hilfe. Ich habe keine TP mehr. Ah. So ist er da dran. Aber wirklich noch weit zweimal. Apokalyptika. Da waren schon 40.
Wutsch. Feig, feig, feig. Sehr schön. Let's do our thing. All right. It's time to see you later. Awesome. I bet. Mein Gott. Warum? So, haben wir irgendwas bekommen, titelmäßig oder irgendwie so? Nein, okay. Dann nach Hamel Quest abgeben. Viele von denen muss ich noch machen. 10. Leias Bestätigung abgeben, was? Ach, nach Kambala ist er gegangen, ne? So. Fragt sich jetzt nur wo. Ja, dann war irgendwie was mit Carla. War auch noch eine Quest, ne? Ich würde mich jetzt erstmal gern hier drauf konzentrieren. Mein Gott. Da bist du ja, ne? Hui. Nochmals Dank für das, was ihr, dass ihr mich gerettet habt. Wir sind froh, dass es euch gut geht. Ich bin Leia Rolando, die Reporterin, die mit euch sprechen wollte. Ach, das seid ihr? Es ist ganz schön mutig für eine Reporterin aus Riesemaxia fern in Olympios zu arbeiten. Unser Kontakt hier hat als Soldat im Kampf gegen Exodus und an der olympionischen Invasion teilgenommen. Hm, ihr zwei seid also aus Olympios? Vielleicht. Hinzu kommt, dass ich mal für Exodus gearbeitet habe. Was? Also gut, hören wir auf, um den heißen Brei rumzureden. Ich möchte euch eine einfache Frage stellen. Hegt ihr irgendwelche Rachegefühle gegenüber Olympionen? Ich müsste wohl lügen, wenn ich das abstreiten würde. Viele meiner Kameraden sind wegen der Andersweltreaktorplans umgekommen. Auch meine Familie hat darunter gelitten. Ich verstehe. Aber wahrscheinlich sagen die Olympionen das gleiche bei uns. Ich sollte es am besten wissen, da ich habe viele ihrer Soldaten eigentlich getötet. Und glaubt ihr, dass die beiden Welten ihre Differenzen jemals überwinden werden? Hm, nicht so bald, so viele sicher, aber eines Tages könnte es dazu kommen. Man sagt, was uns zu Menschen macht, ist unsere Fähigkeit, rational zu denken und nicht nur reaktionär. Ja, das höre ich doch ein klitzekleines Stück Optimismus heraus, nicht wahr? Aber ich muss euch da in gewisser Weise zustimmen. Ich selbst bin auch ehemaliger Söldner. Genauso geht es mir auch. Als Soldat bin ich derjenige, der auf das Schlachtfeld, der auf dem Schlachtfeld tötet. Ich muss daran glauben, dass irgendwann Frieden herrschen wird. Mir bereitet das Töten keine Freude, anderen jedoch schon. Und sie tun es nicht, aus der Notwehr, um jemanden zu beschützen, sondern weil sie es wollen. Das sind keine Menschen. Sie sind die niedrigste Lebensform, die es gibt. Ich will niemals sein wie sie. Niemals. Vielen Dank. Ihr habt mir viel gutes Material für meine Reportage geliefert. Aber auch viel Stoff zum Nachdenken. Ich werde eure Worte nie vergessen. Okay. Jetzt Bestätigung 3. Und da wollte ich nicht hin. Ah. Weiß ich nicht, soll ich mit der Quest noch weitermachen in der nächsten Folge? Bah. Ich weiß auch nicht, wie lange das noch geht. Eine könnte man also schaffen in so einer 30-Minuten-Folge. Mal gucken, warum mache ich immer... Was soll das eigentlich? Egal, wir kriegen Geld und ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Nicht schlecht. So, Bericht. Was? Bitte, 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 was? Idiot, Baba. Ja, genau. So, wir haben jetzt keine Mission mehr von Leia. Also, ja. Blutgealbin-Ding. Tango-Maske mal 1, was? Leia, ich bin sehr böse auf dich, was? Okay, keine Ahnung, was wir dann in der nächsten Folge machen, aber wir werden schon irgendwas machen. Wo ist ein Speicherpunkt hier? Da drinnen. Wir können eine Mission von Carla abgeben nächstes Mal.
Aber erstmal in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.